Willkommen zurück zu The Warships. Ich bin heute die Wisp B. So. Und, ja, morgen ist das Update, oder? Ja, müsste morgen sein, ich bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall, kommen dann diese Schiffe hier, glaube ich, offiziell raus, dass man die dann freispielen kann. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich lasse mich einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der sich gerne überraschen lässt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich. Das eigentlich, naja. So krass geil finde ich die europäischen Paaren. Also ich finde die jetzt nicht so, dass man die zwingt, ne? So die. Ist wahrscheinlich witzig zu spielen, aber Smoke und so habt dann nicht mehr und das ist halt dann schon ein bisschen kacke. Und, naja, gut, habe ich jetzt auch mit der Kleber zwar, aber. Das ist auch wie was anderes. Kleber ist auch ein tausendmal schneller als dieses Kackding hier. Trotzdem, schnell sind die auch ganz gut, muss ich sagen. Und die Torpedos sind echt geil, also. Hab ich da absolut. Lol, was war da ein Zerstörer? Alles klar, okay. Ja, ich cap jetzt erstmal hier. Warum fahre ich gerade zurück? Ich weiß nicht, weil ich gerade rede und dann mich nicht aufs Spiel konzentrieren kann. Aber. Das Gute, meine Torpedos sind scheiße schnell, deswegen kann ich die auch einfach hier vorsetzen, weil mein Mate da. Gott sei Dank auch abbremst. Ich glaube, ich hätte ihn sogar echt getroffen. Das war nicht so geil gewesen. Aber gut. Torpedos voraus. Ich treffe ja nicht mal. Maschinenboost aktiviert. Fällt gar nicht voran. Ich dachte, der würde jetzt. Hm. Ja, gut. Gut. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Kreuzer der Russen. Das wird wahrscheinlich richtig lustig, aber ja, wenn die kommen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst mit Update 9.4 oder so. Vielleicht wahrscheinlich sogar später noch. Mir wäre es am liebsten, wenn die sofort kommen würden, aber also sogar noch vor den panasiatischen Kreuzern. Pan-europäischen, oh mein Gott, ey. Warum man sich diese Scheiße ausdenkt. Ich will ihm eigentlich nicht den Cap überlassen. Ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Hä? Ja, jetzt fährt er weg. Ich weiß auch nicht mal, was er machen soll, oder? Genauso wie ich. Da kommt noch eine Emerald. Maschinenboost deaktiviert. Ich weiß nicht, ist die Flugabwehr gut? Also auf den späten Stufen weiß ich, dass es auf jeden Fall so ist, aber wir spielen gerade einen Film, deswegen weiß ich es halt nicht. Ja. Die Omaha lebt immer noch. Ich glaube, ich camp einfach mal B. Weil dann die komme ich da gerade nicht so gut dran. Oder ich verteidige C, indem ich die torpediere.
Das gegnerische Team scheint mir tatsächlich schlauer zu sein. Ja, ich muss sagen, die Flugabwehr von den Flugzerstörern sind echt geil, Mann. Also dann würde ich das sogar gerne spielen, weil das Schlimmste für Zerstörer ist, keine gute Flugabwehr zu haben, weil dann fokust dich der scheiß CV halt dauerhaft und das ist halt echt ätzend. Besonders auf den späteren Stufen. Warum verlieren wir so viele Mates? Ich weiß es nicht. Haben alle keinen Bock mehr. Maschinenboost aktiviert. Hätte ich jetzt übelst viel Torpedos auf jeder Seite, so wie jetzt zum Beispiel eine Magagor oder so, oder eine Kleber halt. Auf jeder Seite irgendwie 3 Torpedowerfer, 6 meine ich. Würde ich wahrscheinlich sogar pushen. Aber so macht das halt einfach keinen Sinn. Lol. Fährt ernsthaft die Omaha in die Torpedos rein, die nicht mal für ihn bestimmt waren? Ja, tut er. Cool. Ja, Wiedersehen. Schon mit dir. Gegnerischer Kreuzer gesunken. All stations, reporting the position of a strategic target. Yes. Nein! Ach, Double Strike wäre so geil gewesen. Schon egal, wir müssen unseren Cap hier halten, zumal wir halt echt nicht mehr viel sind. Torpedos auf Backbord. Wow. Ich verstehe es, ich stehe die ganze Zeit still und du kriegst nicht mehr so hin, mich zu verdammte Scheiße nochmal abzuwerfen. Sein Torpedos. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Scheiße, als ob du jetzt abbremst. Egal. Oh, wow. Ihr habt die Hälfte gegen die Insel, das ist mal geil. Dieses langsame fette Schiff ist schwerer zu treffen als schnelle Schiffe. Weil dieses Kackding auch so schön wendig ist, weil es so langsam ist. Zumindest habe ich das Gefühl, dass die USA-Schlachtschiffe deutlich beweglicher sind. Von Wendekreisen alles als jetzt andere. Ja, hält echt an. Aber irgendwie, warum hält er so schnell an? Ich bin am überlegen, ob ich mal pushen soll. Nein. Keine Flugabwehr, kein Flugzeug hier erlaubt. Aua. Ja gut, so gut ist die Flugabwehr nun auch wieder nicht. LOL! Was haben wir denn da Leckeres? Okay, schnell Cover für die Insel hier, meins. Ich brauche Schutz. Bevor die auf mich schießen, weil sie mich sehen. Ja, der Typ sieht mich doch schon. Hallöchen, mein Freund! Na, wie geht's dir?
Ich weiß ganz genau, was hinter mir eine Emerald ist. Irgendwo ist mir gerade scheißegal. Ich habe hier gerade eine kleine Längli, die ich ein bisschen snacken möchte. Ja, Hilfe, Hilfe ist mir gerade egal. Ich muss hier gerade einen Typen töten. Weil ich krieg's mit meinen ganzen Torpedos hin, die zu finishen. Also die Devastating Strike und so. Ich weiß nicht. So viel Schaden machen die ja leider nicht, die Dinger. Ja. Was? Ja, okay. So geht's auch. Gegnerischer Flugzeugträger zerstört. Geh weg. Ich will dich nicht. So, das ist mein nächstes Ziel, aber der Typ soll mich nicht treffen wegen Ausfall. Ja gut, der hat meinen Moment getroffen, das ist okay. Aber die Frage ist ja, wo denn der Typ ist, der mir wirklich gerade Angst macht. Warte mal, ich kann hier einfach zu Tode ballern. Genau deswegen. Nochmal Torpedos werfen. Gut, nee, du überlebst nicht, Junge, bist tot. Hab ich gerade am Anfang ein bisschen scheiße angestellt, aber am Ende war es dann ja doch mal was ganz Tolles. Aber es hat nicht gereicht, um zu überleben, weil die Emerald mir dann doch echt hart auf den Sack gegangen ist. Und unser Schlachtschiff, wo hängt das denn rum, du? Ach da, ja gut. Elf Flugzeuge abgeschossen mit einem Zerstörer auf Stufe 5. Ja, das sieht man auch nur bei den Zerstörern, glaube ich. Na, vielleicht noch bei der Nikolaus? Bei den USA Zerstörern vielleicht auch noch, aber sonst. Endet in 5 Minuten. Wow, jetzt haben wir Haushof verloren. Dabei haben wir nicht mal wirklich, also es gibt wirklich nicht gerade, also wir haben nur 2 Schiffe weniger. Das hätten wir sogar also gewinnen können tatsächlich, also so ist ja nicht. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, das Problem ist, wenn man spielt, ich achte nicht wirklich darauf, was um mich herum passiert. Und wenn ich dann auf die Karte gucke, sind plötzlich die meisten meiner Mates auf einmal tot. Ich weiß nicht warum. Versuch halt nur so gut es geht, irgendwie was zu reißen. Aber wir haben C ja ganz gut okay verteidigt. Naja, das mit der Emerald war jetzt noch unlucky, aber jedenfalls haben wir noch die New York rausgehauen. Aber ich wollte die Torpedos eigentlich aufsparen, wegen der Emerald halt, aber ich dachte, die kommt durch die Mitte, das wäre besser gewesen. Dann hätte er nicht so gut Chancen gehabt auszuweichen, da hätte ich ihn auch besser, oder eher gesagt, schneller angreifen können. Aber ist ja auch egal, ja. Schwarzes Bildschirm. Schwarzer Bildschirm, okay. Ja, wir haben ganz gut Schaden gemacht, würde ich ja meinen. Ich weiß nicht, Stufe 5er Match, was ist denn da so das standardmäßige Durchschnittsschaden? Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren für den 5er ganz okay am Start. Da 3 Kills auch gemacht. Ja, Omaha, Langley jetzt auf jeden Fall zerstört. Hermes. Warte, war da ernsthaft gar ein 2 Flugzeugträger im Spiel? Langley? Und Hermes. Als ob. Warum 2? Ich verstehe das nicht.
Ja, gut. Das war's auf jeden Fall mit der Runde von Wispy. Ich muss sagen, die schnellen Torpedos gefallen mir echt gut. Am Anfang war ich nicht davon überzeugt, jetzt hat mich das Schiff doch überzeugt. Es macht echt Spaß zu spielen. Ich werde wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Wenn mir das sechste Schiff genauso gut gefällt, werde ich vielleicht sogar den 10er mehr freispielen. Würde ja im nächsten Patch möglich sein, soweit ich weiß. Und ja, dann war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.